Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Veil. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcane Veil. Ja, letztes Mal haben wir schon ein bisschen in dieses Spiel hier reingeguckt und es ist schön, dass euch das Spiel genauso sehr gefällt wie mir. Das macht mich glücklich. Ich sitze jetzt übrigens auf der anderen Seite vom Bild, also vom Avatar her. Weil ich sehr viel auf der rechten Seite offenbar verdeckt hatte. Was ihr nicht sehen konntet. Ich habe jetzt einen Eimer. Ja. Heute werden wir unsere geliebte Heimat verlassen. Unsere Eltern wollen uns hier nicht mehr haben. Nein, wir sollen so einen Schatz suchen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Schau, Eichhörnchen. Wir werden uns lange Zeit nicht mehr sehen. Pass auf, das Große dir deine Eiche nicht klaut. Ahoi! Wie kann ich dir behilflich sein? Kannst du mich zur Bastion bringen? Du weißt, dass dein Vater es niemals erlauben würde. Und jetzt geh, ich habe noch etwas zu tun. Ich komme nie von dieser Insel runter. Ich muss mit Papa offenbar nochmal reden. Warte mal. Wir wollten uns ja erst von unserer Mutter verabschieden, ne? Und dann wollten wir uns auf den Weg machen. Jetzt erinnere ich mich. Mutter, ich werde lange Zeit weg sein. Danke für die Pilzsuppe. Okay, lass uns Boris an den Docks treffen und ihm sagen, dass du mit ihm zum Bastion gehst. Irgendwie kommt mir die Musik bekannt vor. Ich weiß nur nicht woher. Hey Boris, du nimmst Scheine mit dir, okay? Das war nicht Teil der Abmachung. Ich werde es wieder gut machen. Ah, jetzt geht das wieder los. Denk daran, dass du immer nach Hause kommen kannst, wenn etwas schief geht. Wenn du bereit bist, geh und sprich mit Boris. Er wird dich zur Bastion bringen. Ja, Papa, du musst mich auch vorbeilassen. Ahoi! Wie kann ich dir behilflich sein? Bring mich zur Bastion. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er hat mir keine große Wahl gelassen. Also lautet die Antwort wohl ja. Bist du bereit, jetzt in See zu stechen? Ja, ich bin bereit. Lass uns für gutes Wetter beten. Es wird ein beschissenes Wetter wetten. Aber wie klein ist denn das Schiff? Oh, da ist so viel mehr. Das können wir wahrscheinlich auch irgendwann sammeln. The journey begins. Jetzt sind wir sicher an Land. Viel Glück auf deinen Reisen. Ich will so ein Ding mal kaputt machen. Was kommt dabei raus? Es sieht so aus, als ob ich dann eventuell Fischfleisch bekomme. Ich krieg gar nichts, wenn ich einfach random irgendwas kaputt mache. Okay. Man kriegt keine Belohnung dafür. Ich will den Fisch. Nein, warte, ich will den. Da, die Texte rechts gerade. Also den mit extra Geschicklichkeit erhöht. Das konntet ihr letztes Mal beispielsweise nicht sehen. Oh, ich krieg doch ein bisschen was. Ja, dann nehme ich den Fisch auch noch mit. Und in den Kisten kann offenbar auch was sein. Und noch ein neues Kochrezept. Kann ich die Eimer denn nutzen? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Wir sehen auch nur offenbar das auf der Karte, was wir schon entdeckt haben. Ich dachte, Boris würde die Vorräte bringen, nicht du. Sag mir, was führt dich zur Bastion? Auf dem Weg zur Zitadelle. Ach ja, wie kommst du darauf, dass ich dich einfach so in die Zitadelle lassen würde? Muss ich das Recht verdienen, die Stadt zu betreten? Wir lassen nicht einfach jeden rein. Die Zeiten haben sich geändert, seit dein Vater das letzte Mal dort war. Und was muss ich tun? Du siehst ziemlich stark aus. Ich könnte dich hier gut gebrauchen. Sprichst du mir erst mit Aimon, dem Holzfäller der Stadt. Er wohnt ein kleines Stück weiter die Straße hinauf von hier. Ich habe gehört, dass er in letzter Zeit Probleme mit dem Bäumfäller hat. Außerdem ist da noch Andy, der Fischer der Stadt. Er beschwert sich schon die ganze Woche bei mir, dass ihm die Schnur ausgeht. Sprich auch mit ihm und schau, was du tun kannst, um ihm zu helfen. Wenn du dein Wert beweist, indem du ihnen hilfst, erlaube ich dir vielleicht den Zugang zur Zitadelle. Okay, dann helfen wir mal. Lass mich wissen, wenn du beiden geholfen hast. Also wir müssen einmal Andy helfen und wir müssen dem anderen helfen. Hier, Aimon. Ich habe dein Gesicht hier noch nie gesehen. Du musst neu hier sein. Gerade angekommen. Oh, das erklärt alles. Ich kann mir Gesichter ziemlich gut merken, wie du siehst. Katrina meint, ich soll dir helfen. Ach ja, hat sie das? Nun, der Zeitpunkt hätte nicht besser passen können. Eine seltsame Seuche hat sich in der Wälder nordwestlich von ihr eingenistet. Es handelt sich um eine Art Bäumenfäule. Aber sie vermehrt sich schneller als alles, was ich je gesehen habe. Konntest du dort hinaufgehen und all diese fiesen Kreaturen töten, bevor sie sich über die gesamte Bastion ausbreiten? Baumkrankheiten sind eigentlich nicht mein Fachgebiet. Nun, wenn Caprina dich wirklich gebeten hat, mir zu helfen, dann bezweifle ich, dass du ohne diese Hilfe weit kommen wirst. Ich warte. Wenn du deine Meinung ändern solltest. So, noch eine weitere Axt. Was haben wir denn hier alles zum Basteln? Kann ich da irgendwie mit der Maus rüberfahren, dann weiß ich, was das ist? Nee. Das ist auf jeden Fall eine kleine Truhe zum Aufbewahren weiterer Gegenstände. Die will ich auf jeden Fall mal haben. Ein Schild basteln wir uns auch mal. Wenn das bastelt, kann ich ja mal kurz in mein Inventar gucken. Dann würde ich nämlich zum Beispiel die Axt, die wir jetzt gerade bekommen haben, hier unten in die Leiste ziehen, zusammen mit der, die wir schon fast kaputt haben. Ach, damit kann ich die Ingame-Uhrzeit prüfen. Das Ding habe ich ja letztes Mal eingesammelt. Das war im Keller. Eventuell ist es wichtig, deswegen packe ich es auch mal hier in die Leiste. Und ein Gesundheitstrank ist nicht falsch da unten. Und offenbar kann ich den Eimer mit Wasser füllen. Wahrscheinlich, damit ich was zu trinken unterwegs habe. Klingt zumindest nicht doof. So, den rüsten wir mal aus. Und das platzieren wir mal hier vorne am Steg, würde ich mal sagen. Wenn ich darf. Nee, darf ich nicht. Dann sagen wir mal hier. Dann kann ich wenigstens so die ein oder andere Sache lagern. So, ich habe ein bisschen was weggepackt. Wir müssten auch mal was essen. So, nordwestlich von hier. Und wer seid ihr? Hallo, ich bin Kilis. Und das da drüben ist mein Bruder Miles. Katrina hat uns hierher gebracht, um den Menschen auf der Bastion beizubringen, wie sie sich verteidigen können. In unserer Grundausbildung können wir dir einen Ausbildungsausweis ausstellen. Ohne diesen kannst du die Bastion nicht verlassen. Möchtest du die Grundausbildung beginnen? Ja, bitte. Dann lass uns loslegen. Ich werde dir einen Trainingsbogen und ein paar Pfeile geben. Wenn du die Ziele 10-mal mit dem Übungsbogen triffst, beweist du mir, dass du mit einem richtigen Bogen schießen kannst.
Ich will hier unbedingt mit meinem Bruder Miles. Er würde die Grundlagen des Schwertkampfes zeigen. Und er hat mir gerade einen Bogen gegeben. Einen Moment. Reicht, glaube ich, wenn ich den im Inventar habe. So. Oh, ist das einfach. Ich bin gut. Und die Pfeile kann man wieder aufsammeln. Das ist schön. Halte die Angriffstaste gedrückt. Je stärker der Schuss, desto weiter und präziser. So weit auf die Ziele schießen. Wie viele Pfeile habe ich denn? 16. Ich schieße mal, bis ich keine mehr habe. So, ich habe keine Munition jetzt mehr. Ah, da kann ich meine Waffe schleifen. Okay, ich muss neue herstellen, wenn ich keine Pfeile mehr habe. Habe ich denn das Rezept jetzt schon dafür? Ja, habe ich. Ich kann Trainingspfeile herstellen, die kosten nur so 2 von denen. Hätte ich 2 Schnüre, könnte ich mir auch einen richtigen Bogen machen. So, mit dir soll ich auch noch reden. Ja, kannst du mir beibringen, wie man Schwert schwingt? Das kann ich. Hier, nimm dieses Trainingsschwert und rüst es aus. Dann geh und schlag ein paar Mal auf die Kampfpuppe. Okay, ich pack mir mal das Schwert da unten hin, was eigentlich mehr gerade wie ein Baseballschläger aussieht. Easy. Okay. Ich habe die Grundausbildung abgeschlossen, Leute. Du hast wirklich das Zeug zu einem echten Kämpfer. Das kann ich spüren. Du kannst meine Zielscheibe und als Kampfattrappen jederzeit benutzen. Außerdem haben wir einige Arbeitsstationen, an denen du die einfache Rüstung und Waffen herstellen kannst. Aber irgendwie ist es gerade arg dunkel. Damit kannst du damit hast du deine Grundausbildung abgeschlossen. Hier ist ein Ausbildungsausweis. Viel Glück da draußen. Ja, nehmen wir mal ein bisschen mehr Angriffsschaden. Und ich darf das Zeug sogar behalten. Kann ich die Werte davon sehen, wenn ich ja jetzt mal drauf drücke? Angriffstempo minus 1. Na gut, die Übungsdinger, die sind gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Also hier kann ich mir nur Pfeile machen. Ist da auch noch was drin? Nee. Ah, hier kann ich mir auch noch Sachen herstellen. Warte mal, diese Felle, die habe ich doch. Die habe ich gerade auch in die Kiste gepackt. Davon habe ich doch 3. Lederreste. Kann ich mir eventuell noch einen Ausrüstungsgegenstand machen? Lederhaut. Nee, ich kann mir nur eine Lederhaut offenbar damit basteln. Oh nee, die Frau, die weint. Kann ich das Ding treffen? Ah gut, wir brauchen mindestens 2, ne? Ich könnte hier jetzt noch alles abreißen. So, da ist der Fischer. Der hat auch so ein Fischding neben sich stehen. Weidenbäume stehen hier. Ich will mit der Frau zuerst reden. Hilf mir bitte!
Du musst mir helfen! Was ist los? Wie kann ich helfen? Mein idiotischer Ehemann kam vor 2 Tagen nach Hause und plapperte von einem Kopfgeld, das er auf einem Fahndungsplakat in der Stadt gesehen hat. Er war betrunken und ich habe mir nicht dabei gedacht. Als ich morgens aufwachte, war er weg und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Das war vor 2 Tagen. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Zu allem Übel weigern sich diese nutzlosen Wachen auch noch, bei der Suche nach ihm zu helfen. Würdest du bitte in die Wüste gehen und nach ihm suchen? Ich probiere mein Bestes. Das wirst du. Ich danke dir. Bitte bring meinen Mann lebend zurück. Das Fahndungsschild in der Stadt könnte Informationen darüber enthalten, wo er zu suchen ist. Vielleicht siehst du dort nach, bevor du gehst. Okay, ich würde sagen, wir reden noch mit ihm. Es tut mir leid. Ah, okay, der wird sauer, wenn ich da drauf hau. Hey, du da. Du hast den Blick eines Fischers in dir. Wirst du mir das Fischen beibringen? Es wäre mir ein Vergnügen, dir das Angeln beizubringen. Aber das Wichtigste zuerst. Du brauchst eine Angelrute. Und leider habe ich im Moment keine übrig. Im Moment scheint es einen kleinen Mangel an Schnüren zu geben. Ich kann scheinbar keiner in die Fänge bekommen. Ich habe Gerüchte über jemanden gehört, der welche haben könnte. Ein Einsiedler namens Kochet, der in einer kleinen Höhle irgendwo auf der Bastion lebt. Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wo seine Höhle ist. Würdest du dir etwas ausmachen, seine Höhle zu suchen und ihm eine Kiste Fisch im Tausch für etwas Schnur anzubieten? Klar, warum nicht? Ich mag deine Einstellung. Du wirst ein guter Angler werden. Wie ich schon sagte, habe ich nur Gerüchte gehört, dass sich seine Höhle in der Bastion befindet. Du musst schon suchen, um sie zu finden. Und er reicht mir die Kiste mit Fisch. Okay, wir werden hier später auch noch angeln können. Ich glaube, ich werde noch eine zweite Kiste machen. Allein hier schon durch das ganze Zeug, was ich hier nebenbei noch finde. Ach, hier kann ich kochen. Ich habe halt gerade nichts zum Verkochen da. Bist du das Fahndungsschild? Nee. Wie viel würde denn noch eine zweite Kiste kosten? Ja, mach mal. Okay, Leute. Ich weiß, wir haben storymäßig jetzt nicht viel getan. Aber wir haben ein neues Gebiet kennengelernt. Wir haben einen sterbenden Baum entdeckt. Und wir haben die Grundausbildung abgeschlossen. Ich will dieses Projekt so in 20 Minuten ungefähr halten. Wir haben ja jetzt auch so gut wie mit jedem geredet aus der Stadt, außer mit dem Hofner jetzt da oben. Mit dem rede ich einfach beim nächsten Mal. Wir werden dann die ganzen Questen hier machen. Ich stelle jetzt noch die andere Kiste hier eben kurz auf. So, kommt direkt neben die andere. Und ich wünsche euch damit dann jetzt einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ciao!